Herzlich willkommen zu Spotlight, unserem exklusiven Videoformat zu aktuellen Investmentthemen. Ich begrüße hier bei uns Dr. Daniel Koller, Head Investment Management Team von BB Biotech und freue mich, über die neuesten Trends im Biotech-Sektor zu sprechen. Hallo Daniel, schön, dass du heute bei uns bist. Schön, dass ich hier sein darf. Schauen wir kurz auf das letzte Jahr zurück. Was sollte Biotech-Anlegen in Erinnerung bleiben? Das Jahr 2019 startete mit einem fulminanten Deal, nämlich dass Bristol-Myers Squibb Celgene für 70 Milliarden übernahm. Das führte zu einem enorm starken ersten Quartal. Danach folgten zwei schwächere Quartale, eine Konsolidierung, bevor dann im vierten Quartal eine Aktienrallye den Biotech-Sektor deutlich ins Plus schob und eine Gesamtrendite fürs Jahr von über 20% resultierte. Du kommst gerade von der JP Morgan-Konferenz in San Francisco zurück. Für Healthcare-Investoren ist diese Konferenz Anfangsjahr immer auch ein Stimmungsbarometer. Wie ist derzeit das Sentiment unter den Investoren? Also ich glaube, das Sentiment war, gelinde gesagt, eher neutral. Ich rede vom breiten Aktionär oder Anleger, der eigentlich in dem Sinne eine gewisse Enttäuschung erlebt hat am Montagmorgen, dass kein größerer Deal annonciert wurde, wie wir das letztes Jahr hatten, als große Überraschung. Auf der anderen Seite gab es dann dreieinhalb Tage gefüllt mit eigentlich sehr spannenden Nachrichten, vielversprechenden Nachrichten und guten Updates. Also aus unserer Schätzung ein sehr solider Zustand für die Branche, der ein spannendes Jahr 2020 bedeuten wird. Gab es auch Neuigkeiten der Portfoliounternehmen von BB Biotech? Ja, es gab eigentlich eine spannende Nachrichtenlage. Ich möchte das gerne dividieren auf verschiedene Punkte. Das erste waren die Firmen, die dementsprechend Updates gegeben haben, wie das vierte Quartal, aber auch dann, wie sich das Jahr 2020 entwickeln kann. Die haben eine Guidance gegeben. Highlight darunter war sicherlich die Firma Arjos, die einerseits für 2020 eine Umsatzguidance gegeben hat, aber viel wichtiger auch eine Fünfjahresplanung oder in dem Sinne ihre Fünfjahresziele bekannt gegeben hat von über 1 Milliarde Umsatz, Profitabilität erreicht, 4 Produkte zugelassen, also auch eine breite Pipeline. Weitere Firmen, die ebenso kommuniziert hatten, waren die Firmen wie Radius, Exelixis oder Neurocrine. Zusätzlich gab es in unserem Portfolio die Firma, die eigentlich den größten Deal bekannt gegeben hat. Das war nämlich die Firma Incyte, die von Morphosis einen Antikörper lizenziert hat zur Behandlung von einer gewissen Form des Blutkrebses. Dieser Deal war relativ groß und bedeutet, dass Incyte in den nächsten 6 bis 12 Monaten wiederum ein neues Onkologie-Medikament auf den Markt bringen kann. Ein globaler Deal, der aus unserer Sicht nicht zu unterschätzen ist und für Incyte sicherlich große Bedeutung hat. Und die letzte Nachricht eher auf der klinischen Seite, dort gab es eigentlich weniger Nachrichten, weil das untypisch ist für JP Morgan, kam von einer Firma namens Moderna in unserem Portfolio, die vielversprechende klinische Daten aufgezeigt hat für ihr neuartiges Vakzin zur Behandlung von CMV-Infektionen, wo höhere Dosierung als auch mehrfache Dosierung eigentlich noch bessere Daten oder noch bessere Protektion der Probanden aufgezeigt hat. Also insgesamt für uns, wie gesagt, eine Konferenz mit vielen positiven Nachrichten. Ihr wart ja mit dem gesamten Team vor Ort. Wie muss man sich den Ablauf einer solchen Konferenz vorstellen? Also es ist eigentlich die große Konferenz, die eben den Jahresstart einläutet. JP Morgan führt diese Konferenz seit bald 2 oder 3 Jahrzehnten jetzt im Westin San Francis. Das ist ein Hotel in der Nähe vom Union Square in San Francisco. Dort werden oder gibt es mehrere hundert Firmenpräsentationen, die stattfinden, häufig in parallelen Sessions. Aber viel wichtiger eigentlich die ganze Stadt, das ganze Financial District ist, wenn man so sagen darf, besetzt von Firmen, die dort sind, von den Venture Capitalists, Investoren, alle Firmen, die irgendwo mit diesem Gesundheitssektor zu tun haben, sind in der Stadt vertreten, sodass eigentlich in jedem Hotel im Umkreis von diesem Union Square dementsprechend viele Meetings stattfinden. Und das Team, wie gesagt, war vielzählig dort. Wir hatten zwischen 50 und 60 One-on-Ones in diesen 3, 3,5 Tagen, nicht nur im bestehenden Portfolio, sondern natürlich auch auf der Suche nach neuen Investitionsgelegenheiten.
2019 haben wir zahlreiche innovative Produktlancierungen gesehen. Wie optimistisch bist du für dieses Jahr? Also im 2020 erwarten wir, dass die neu lancierten Produkte des letzten Jahres eigentlich ihr starkes Umsatzwachstum weiterführen können. Hier wird sicherlich ein Hauptaugenmerk auf dem Produkt von Vertex, dem Trikafta, liegen, das für die breite Zystisch-Fibrose-Population dementsprechend nun ein wichtiges Produkt darstellt. Wichtig für uns, aber auch fürs 2020, sind die neuen Produktezulassungen, beispielsweise von Esperion, das Produkt namens Bempedoic Acid für Patienten mit hohem Blutcholesterin. Aber auch dann Intercept hat beispielsweise eine wichtige Zulassung für die Behandlung des NASHs, eine enorme Population, die hier bedient werden kann. Margenzumab von MacroGenics wird zum Beispiel ein Produkt sein, das erste oder die allererste Zulassung überhaupt für diese Firma. Und dementsprechend haben wir für 2020 eigentlich wiederum ein sehr starkes Momentum bezüglich Produktezulassung. Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Ich wünsche dir viel Erfolg fürs 2020. Vielen Dank fürs Gespräch.